Merkst du es aber schon, Fischi, oder? Das sind nämlich eigentlich Bratwürste. Die werden in der Regel nicht geräuchert. Das ist ein Scheißgrill. Was ist denn hier los? Komm, Sascha, wir haben seit einer Stunde Feierabend, ja? Außerdem kann ich Pöschi doch nicht mit einem unaufgebauten Grill zu seiner Süßen auf dem Campingplatz checken, ja? Kennst du ihn noch? Hahaha, sehr witzig. Das ist ein Scheißgrill, der zieht nicht. Bist du Diplom-Schwenker oder was? So, der Erpresste hat seinen Erpresser umgebracht und das Notizbuch hat er auch wieder. Oder Pranz Komplize war es, wenn er denn einen hatte. Nur nicht fertig. Ja, ist auch noch nicht fertig. Hast du denn irgendwas Neues? Nein. Die Witwe ist jetzt auch verstorben. Die Nachbarn wissen nichts. Es gibt keine Angehörigen, die uns irgendwas erzählen könnten über ihn, sein Leben und 50.000 Euro. Stand doch noch ein Name unten, oder? Wo? Auf dem Briefkasten. War noch irgendwas draufgeklebt, Untermieter oder irgendwas. Und das sagen Sie mir so zwischen zwei Würsten. Ich hatte noch nicht mal eins. Sind wir noch mal los. Tschüss, Volker. Ich hab Feierabend, ey. Ich auch, Pöschel. Also nichts gegen dich, Katrin, aber das war echt ein Scheiß-Einsatz. Es war, Einsatz, wir hatten zu wenig Zeit. Ja, das heißt jetzt, wenn der Erpresste den alten Brand erschossen hat, dann wäre er nicht hierher gekommen. Oder aber er hat einen Komplizen, was weiß ich. Und den wollten die umlegen. Volker, rufst du die Kollegen? Die sind doch eh schon unterwegs. Hier ist die Halle von Gehring. Hier hat Brandt gewohnt. Und hier wohnen die Schüttes. Mhm. Und genau hier stand das Schrottauto mit Brandts Leiche. Das heißt, wenn die gemeinsam los sind und direkt von der Halle nach Hause wollen, dann müssen die Schüttes den Brandt bis dahin begleitet haben. Okay, Pöschel. Sie schauen sich die Deponie am Feuerstein an, Brandts Revier. Vielleicht hat er da ja wirklich seinen Lottoschein gefunden und es liegen da noch andere rum. Undercover? Ja. Okay. Wo ist eigentlich Ihr Grill? Hat dich da gefressen. Grill und Würstchen zusammen. Ganz schön gierig, ne? Das ist ein Scheißteil. Was willst du damit? Ah, Katrin! Warte mal. Gehring war definitiv am Geldautomaten. Die haben da eine Überwachungskamera und das war ungefähr zu der Zeit, als der alte Brandt ermordet worden ist. Also zu 99% war es nicht. Dann müssen wir ihn zu 99% bis zur Verhandlung laufen lassen. Zu 100. Der Richter sagt, es gibt keine Fluchtgefahr, keine Verdunklungsgefahr, keine Wiederholungsgefahr. Und die Sache auf dem Dach, das reicht ihm eh nicht für eine U-Haft. Tja. Sag mal, hast du mal gefragt? Das wollte ich dir noch sagen. Mein Kumpel hat eine Stelle. Aber du weißt ja, wie es bei Architekten zurzeit ist. Das gibt nicht viel Geld. Das ist eher so eine Praktikantenstelle. Aber macht nichts. Das ist doch super. Ja? Ja, danke. Okay. Ciao.